Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Skins mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Im heutigen Daily Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet. Da haben wir auf der linken Seite einmal die Highland-Kriegerin für 1500 V-Bucks. Ein recht cooler Skin, also das Design gefällt mir. Auch der Backpack ist ziemlich, ziemlich cool. Also den kann man vor allen Dingen für viele andere Skins verwenden. Der macht wirklich was her. Den Skin an sich benutze ich aber nicht so häufig. Also mir ist aufgefallen, dass ich mir damals recht begeistert gekauft habe, allerdings dann kaum noch gespielt habe. Also ich würde es mir vorher überlegen, ob ich den Skin wirklich spielen würde, denn nur dann würde sich der Skin auch wirklich lohnen. Der Backpack ist wirklich ziemlich cool, aber allerdings glaube ich nicht, dass ich mir den Skin wirklich nur wegen dem Backpack kaufen würde. Also ja, überlegt euch, ob ihr den Skin cool findet. Nur dann würde sich der Skin wirklich lohnen. Als nächstes haben wir dann den Bear Force One Gleiter für 1500 V-Bucks ebenfalls drin. Ein ziemlich cooler Gleiter, der war ja zum Valentinstag drin. Ist quasi so ein Teddybär-Luftballon, der aufploppt, wenn man halt den Gleiter auslöst. Sieht ziemlich cool aus und macht auch ein cooles Geräusch, macht so Herzen, die da noch rumfliegen. Sieht ziemlich cool aus, gefällt mir, ist natürlich riesig groß. Also der, man muss sich wirklich vorstellen, der ist riesig groß im Bild, so wie man es hier halt sieht. So groß ist der auch wirklich in-game und gefällt mir aber trotzdem ziemlich gut. 1500 V-Bucks ist natürlich relativ teuer. Dann kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir einmal die rosa Flamingo-Hacke für 1500 V-Bucks. Ja, die Hacke ist schon etwas Besonderes. Das mag ich an den Hacken, dass wenn sie mal etwas komplett anderes sind, also etwas, was nicht wie ein normaler Hackengegenstand ist, wie so ein Spaten oder so, oder es sieht nach einer Hacke aus, sondern einfach was Lustiges, wie dieser Pömpel mit einem Schwert dran oder jetzt hier so zwei Flamingos. Diese gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Das Design ist jetzt nicht ganz so meins, also mit diesem Gartenschlauch hier dran. Es ist okay, ich finde sie nicht schlecht. 1500 finde ich aber dafür ein bisschen viel. Also ich weiß nicht, da hätte vielleicht 1200 hätte es auch getan. Also die finde ich wirklich ein bisschen teuer, ist aber auf jeden Fall keine schlechte Hacke. Dann haben wir heute wieder den strahlenden Stürmer für 1200 V-Bucks drin. Der animierte Skin hier, das gefällt mir ganz gut. Ansonsten, ja, der war jetzt so häufig drin, ist halt leider nichts Besonderes mehr. Dann haben wir wieder den Taxi-Hängegleiter für 500 V-Bucks drin. Immer noch Standardmodell. Ja, das Design ist jetzt nicht ganz so mein Fall. 500 finde ich immer noch ziemlich viel dafür. Auch der war jetzt die letzten Tage sehr, sehr häufig drin. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Reihe. Da haben wir den Farbbomber für 1200 V-Bucks. Immer noch ein ziemlich cooler Skin, auch wenn er jetzt in letzter Zeit ebenfalls recht häufig drin war. Leider hat er auch den Backpack nicht. Aber an sich mag ich den Skin wirklich sehr und er passt halt auch gut zu diesem ganzen Regenbogen-Einhorn-Set. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir jetzt noch zwei Emotes im Shop. Einmal die sexy Schräglage für 500 V-Bucks. Ich sag's mal ganz kurz, man springt so hoch und landet dann in so einer sexy Position auf dem Boden. Finde ich an sich ganz cool, vor allen Dingen, dass wenn man den in der Luft abbricht, also man springt in der Luft, dann macht der eine Art Backflip. Es sieht so ein bisschen so aus, nicht ganz perfekt, aber es sieht auf jeden Fall so ähnlich aus. Deswegen finde ich ihn an sich ganz cool. Es gibt auch viele so Trickshots und Montagen, die man damit machen kann, dass man quasi entweder liegt und dann hochjumpt und jemand killt oder das halt am Ende macht. Es ist wirklich ein cooler Emote. 500 V-Bucks finde ich auch dafür noch total okay. Als zweites haben wir dann noch die Fingerpistolen für 200 V-Bucks drin. Ich zeige es mal ganz kurz. Den finde ich jetzt nicht so krass. Also man schießt quasi so mit den Fingern wie mit einer Pistole. Ja, ich weiß nicht. Ich benutze ihn eigentlich fast nie. Ich kenne auch niemanden, der ihn irgendwie groß verwendet. Also den würde ich eher nicht empfehlen. 200 V-Bucks ist zwar kein teurer Preis für den, aber ja, wirklich häufig verwende ich ihn persönlich nicht und ich glaube, das ist auch kein jetzt besonderer Must-Have-Emote, also wenn ihr lieber sparen wollt, dann holt ihr euch den lieber nicht. Das wäre es dann auch schon zum heutigen Daily Shop gewesen. Man sieht ja auch, dass in der Lobby hier Wartungsarbeiten um 8 Uhr beginnen. Sie werden dort wahrscheinlich einige Patches machen, was an den Updates ja nicht so geklappt hat und was da noch nicht ganz released werden konnte. Es gab ja ein paar Probleme auch mit den Herausforderungen. Ich denke mal, dass sie mit diesem Patch dann wahrscheinlich heute die meisten Sachen oder fast alles davon fixen und hoffentlich dann auch releasen werden. Was da genau alles kommt, werden wir nachher sehen. Ich denke, ich werde nachher sogar noch streamen. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ist wirklich cool, wie viele Leute jeden Tag ein Like da lassen. Also vielen, vielen Dank da an euch. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nachher kommt noch ein zweites Video. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne nochmal vorbei. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.